Noch fährt sie im Probebetrieb. Aber schon bald verbindet eine gemeinsame Tram die beiden Städte Straßburg und Kehl im Regelbetrieb. Alle 12 Minuten soll die Bahn Pendler über die neue Brücke über den Rhein bringen. Der Verkehr auf der Straße wird dadurch entlastet. Das ist gut für die Umwelt und entspannend für die Pendler. Mit 6.000 Fahrgästen täglich rechnen die Betreiber. Die CO2-Reduktion beläuft sich auf 350 Tonnen pro Jahr. Geplant wurde das Projekt gemeinsam von beiden Städten. Am Bau sind Unternehmen aus Frankreich und Deutschland beteiligt. Die neue Tram hat praktischen Nutzen. Die Verbindung steht aber für mehr. Im Moment hat dieser Brückenschlag für uns eine sehr große symbolische Bedeutung, weil andernorts in Europa plötzlich wieder Zäune und Mauern gebaut werden. Und wir haben eine gemeinsame Brücke gebaut über den Rhein, über den Grenzfluss. Das hat für uns eine sehr hohe Bedeutung, vor allem weil genau nebenan an der Europabrücke auch weiter oder immer noch Grenzkontrollen stattfinden. Die Tram zwischen Kehl und Straßburg ist eine weitere Lebensader für eine pulsierende Region.